So, willkommen im zweiten Teil. Die Party ist erstellt. Es kann losgehen. Also, auf geht's. Da sind wir schon im Spiel und können uns erstmal nur umgucken, aber noch gar nichts machen. Wir können was nehmen, einen Ast. Und damit die Tür aufschlagen. Alles klar. Okay, also wir können was nehmen, hier ins Inventar reinpacken. Wir werden wahrscheinlich auch, wenn wir die anklicken, haben die Inventar. Okay. Stats, Skills, Traits. Okay. Schlafen, was ist das? Das ist die Karte. Okay. Der wir auch irgendwas machen können. Irgendwelche Nachrichten schreiben. Das auch wieder löschen. Oder ein X platzieren. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich wahrscheinlich. Ne, die Karte. Kann ich die. Doch, ich kann die bewegen. Dann kommt damit immer wieder zurück. Und damit wahrscheinlich die Level wechseln. Okay. Also das Spiel will auf jeden Fall, dass wir uns bewegen. Ja. So. Ein Dungeon Crawler. Also läuft man stückweise. Nur so feldermäßig. Gucken wir uns direkt mal um. Was liegt denn da? Klamotten. Eine Hose. Können wir direkt schon irgendwo anziehen hier. Wir brauchen erstmal Rüstung. Wird denn noch mehr Stöcker für unsere Party? Da können wir noch nicht lang. Können wir es denn kaputt schlagen? Ja, können wir, aber wir kommen nicht weiter. Aha. Da war das Wasser drumherum. Ein Knochen. Kriegt der zweite seine Waffe? Da ist nichts zu tun. Okay, das ist ein Feuerball. Was ist das? Mein Gegner! Und wir können ja, wie gesagt, in Echtzeit auch abhauen. Und das ist
vielleicht auch ganz praktisch, wenn wir Turtle Steak. Wenn wir, ja, wenn die Fähigkeiten auf Cooldown sind, also die gerade angegriffen haben und sich ausruhen müssen, dass wir dann abhauen können. So, wohin denn noch? Was haben wir hier noch so zum Erkunden? Ein Stein. Man weiß nie, ob der mal nützlich sein könnte. Noch mehr Pflanzen. Aber nichts. Nichts zum Anklicken. Hier auch nicht. Tja. Schade, dass man jetzt nicht noch zum Schiff weiter kann. Das ist doch mit Sicherheit noch irgendwas, was brauchbar ist. Was ist das? Eine Frucht oder sowas? Eine Frucht, tatsächlich. Hier wir noch mehr, wenn wir den Baum schlagen. Hängt auch nichts dran. Alles vertrocknet. So. Dann mal hier nochmal wieder zurück. Das war auf jeden Fall der richtige Weg wohl. Da war ja auch eine Tür. Ah, der will aber irgendwas haben. Ne, einfach nur ein Schalter. So. Können wir denn von hinten auf den Feuerball schon so schießen oder pufft einfach vor uns? Aha. Und die Energie regeneriert sich von alleine. Das ist schon mal gut. Langsam, aber immerhin. Bissel macht da nichts. Macht da auch nichts. Ah, man kann so zeichnen. Im ersten Teil war es so, dass man Bücher finden musste, um die Zaubersprüche kennenzulernen. Und dann musste man immer ein Buch öffnen und dann musste man das nachgucken. Und dann, das war alles ein bisschen kompliziert. Die haben das ein bisschen einfacher gemacht, dass das Menü dann direkt bei ihm ist. Und ja, ich kann dann relativ schnell einfach dann sofort zeichnen damit. Ja, dann komm mal her. Oh, der stimmt. Er kann anstürmen. Warten wir kurz, bis der Gegner kommt. Falls er denn kommt. Kommt nicht. Jetzt kommt er. Out of reach, ja. Der braucht, unser Fernkämpfer braucht irgendwas, mit dem er Steine schmeißen. Ich weiß nicht, die Gegner einfach mit Steinen. Nein. Vielleicht sind wir ja. Haben wir ja Glück und finden den Boden direkt. Hä? Gefährlich, gefährlich. Tatsächlich, er kann den Stein schmeißen und wieder aufnehmen. Muss man sich den immer nur wiederholen. Das Essen wird auf jeden Fall später wichtiger. Das Essen wird auf jeden Fall später wichtig werden. Wo noch? Wo ist denn unser Stein hin? Ups, da ist er. Unser Fernkämpfer muss ja irgendwas zu tun haben, ne? Das ist ein zweiter Stein. Noch eine Tür, aber es fehlt der Schlüssel. Der wird ja irgendwo hier auf der Insel noch sein. Da ist er schon. Können wir direkt eine zweite Hand reinlegen, dann können wir den da gleich rausnehmen. Was ist das? Ein Pfeil. Da ist auch noch einer. Ah, guck. Und noch ein dritter. Da haben wir dann doch was zum Schmeißen. Das war die Tür. Ja, dann auf durch die andere Tür.
Es ist auch so, dass in Legend of Grimrock 1, dass es ganz, ganz viele Geheimverstecke gab. Und man musste so die Wände absuchen. Mache ich jetzt hier gerade nicht, weil ich mal irgendwie nicht davon ausgehe, dass hier irgendwo direkt am Anfang so ein Geheimversteck ist. Ich denke mal, das ist so ein bisschen noch wie eine Art Tutorial, wo der uns langsam reinführt in das Spiel. Und trotzdem natürlich immer die Augen offen halten. Bisschen Kleidung an den Wänden. Ach, ja, es ist, wenn das mal kein Tutorial ist. Kann ich denn, ich will aber nicht zwei Steine haben. Jetzt bleibt er offen. Kann er einen falschen schmeißen? Ja. Ja, stimmt davor. Und der nimmt die Pfeile direkt wieder automatisch auf. Das ist eine schöne Sache. Na? Put, 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 put. Hat nicht geklappt. Vielleicht jetzt? Keine Energie, kann er sonst nichts machen. Er mit Steinen schmeißen gleich. Mein Gott, was für ein epischer Kampf. Ach. Solange die noch gutes Leben haben. Ein Zettel! Wie kann ich den lesen? Ins Inventar und dann. Ah, drüber halten. Willkommen auf der Insel, quasi. Okay, ja, Dankeschön. Was haben wir da unten? Eine Robe. Ja, Roben sind immer für Magier. Auch wenn die gar nichts eigentlich großartig macht. Da ist gar nichts. So. Das sieht mir ein bisschen gefährlich noch aus. Guck mich erst einmal nochmal hier um. Bevor ich in irgendwelche großen Räume reingehe, mit einem Kreis in der Mitte. Da hinten ist noch eine Statue. Hier sind Messer. Throwing Knife. Die geben wir gerne mal unserem Fernkämpfer. Na, der Darts schon und Messer zum Werfen. Und das sind dann so ein Safe Crystal. Okay, einfach anklicken. Spiel gespeichert. Touch to heal wounds, okay, wir werden geheilt und tote Champions kommen wieder zurück. Und es braucht aber Zeit zum Aufladen, alles klar. Scroll of Fire Burst. Okay, das haben wir selber rausgefunden schon. Aber so funktioniert das mit den Sprüchen. Man findet so einen Plan. Wir könnten jetzt auch einfach die ganze Zeit ausprobieren. Aber man kann sich vorstellen, wie viele mögliche Kombinationen das gibt. Möchte irgendwas in die Hände gelegt haben? Ein Stein? It's not fit. Ein Ei? Auch nicht. Okay, der möchte irgendwas in seine Hände gelegt haben. Immer schön alles absuchen hier. Ein Schalterrätsel für das nächste, für die nächste Tür. X marks the spot. Wir können uns auch ganz cool umgucken. Trotzdem also ganz frei. Ein X wäre nur die äußeren. Ja, und den inneren. Müssen da was drauflegen auf die.
kann ja von hier nicht drücken, dass ich, sag mal, jetzt da einen Stein drauf lege. Und dann nur die äußeren. Nope. Dann gucken wir mal, dass ich noch mehr finde, was ich da drauflegen kann. Gucken wir uns dann doch mal den Raum hier an. Ich wette doch, hier kommt irgendwas. Kein Gegner? Scheinen nicht. Ich werde den Kreis betreten. Goldener Schlüssel. Ah, jetzt gucken wir mal. Auf der Karte trägt er ja nichts ein. Also können wir sagen hier mal so als Test. Goldener üben möchte er nicht. Schlüssel. Welcome to the location of your first challenge. When you are ready, stand in the circle to and call the guardians, the island master. Tja, aber wie callen wir die? Dafür werden wir wahrscheinlich noch irgendwas brauchen. Tja, dann direkt mal zu einem der... zu dem Schalterrätsel. X marks the spot. Die Frage ist natürlich, X könnte auch von jeder anderen Seite gesehen werden. Die bleiben... ob ich ein einzelnes davon wegnehmen kann. Geht aber nicht. Tja. Ach, wir haben doch jede Menge Fleisch. Tatsächlich. Okay, wir können uns die Hilfe immer wieder angucken. Wer bist du denn? Unsere Messerchen wieder zurückholen. Nein, war falsch. Und weg bist du. Sowas hinterlassen? Nein. Gegner brechen auch aus. Die werden auch schlauer. Menschen schlauer als so eine Schildkröte. Er hält schon nicht so wenig aus. Hat keine Energie mehr. Gesammelt. Legend of Kilhagan. Aha, okay, also hier hat jemand ein Schwert verloren und das möchte er anscheinend wieder haben. Also suchen wir mal ein Schwert, was wir da in die Hand reinlegen können. Beziehungsweise. Moment. Legend of Kilhagan. Machen wir doch direkt mal einen Karteneintrag hier hin, ne? Fragezeichen, Ausrufezeichen, wir brauchen was. Kalgan oder wie das war? Schwert. Ah, wird schon passen. Auf ins nächste Getümmel.
Die Messer sind stärker als so ein kleiner Pfeil. Er ist aber auch geschickt. Oh. Der Feuerschaden, unglaublich, wie viel Schaden der macht. Zack. Man, der ist jetzt hier wirklich derjenige, der die Feinde im Alleingang quasi platt macht, ne? Blood Drop Cap. Mal so komische Herbs und sowas, pflanzenmäßig alles dem Magier geben. Kann man das auch nehmen? Ja, tatsächlich. Ja, eine Mütze, immer her damit. Da ist auch noch eine Pflanze. So. Mehrere Gegner und ein Schild. Terminus East. Sonst ist hier nichts. Ja, wäre schön, wenn der ein bisschen mehr Energie hätte. Können wir denn irgendwie jetzt hier? Können wir schlafen? Und dann ist die Energie gefüllt. Alles klar. Es waren ja keine Gegner da, was wir zu befürchten brauchen. Die sind ja hinter dem Klicken, dann sind die. Dann ist wieder fertig. Okay. Alles klar. Auf geht's. Oh, ein Teleporter dahin. Und da ist ein Schlüssel. Und wo sind wir jetzt? Ja, so eine kleine Psycho-Schildkröte hier. Ja, stürm ruhig da an. Der Feuermagier ist echt heftig. Ein Sack. Geil. Was ist denn in dem Sack drin? Rechtsklick zum Öffnen. Ein Sling. Witzig. Kann ich halt Steine mitschmeißen? Muss ich die denn... Müssen die in die Offhand dann hin, oder? Wie funktioniert das? Oder kann er die einfach... Das einfach mal ausprobieren. Eine Kiste. Das klappt nicht. No Ammo. Das heißt... Nee, das ist aber ein Rock. Wie schmeißt er damit? Er schmeißt die Steine. Wie viel Schaden macht das denn? Können wir das irgendwo... Damage 3 bis 10 plus Dexterity. 4 bis 13... Ach. Ah, plus Stärke. Sollte man sich natürlich mal angucken. Das heißt, die Messer sind... Wer hat am meisten Stärke? Dann machen wir das jetzt mal das so, dass die auf Fernkampf sind. Wir können da jetzt nichts drauflegen. Doch. Durch den Zaun durchgelegt. Oh, ist das. Ein Dolch. Der kann auch geworfen werden. Hold down attack button to use. Okay. Der kann auch geschmissen werden. Tja. Das ist jetzt besser. Geben wir ihm auf jeden Fall mal ein goldener Schlüssel und... Einmal Heilung, bitte. Ist einer von den beiden. Und Schlüssel passt. Ach, wir nennen den... Die Pfeile. Schaden gemacht. Können wir wahrscheinlich besser Messer werfen im Moment. So, er schmeißt Steine.
Energie. Ja, den kriegen wir schon irgendwie noch gerade so hin. So, dann sammelt mal eure Munition wieder auf. Und noch eine Kiste. Noch mehr. Ah, ist eine Wooden Box. Komm, gehen wir den mal. Können wir auch öffnen. Ein Spaten. Aha. Right-click to use. Ein Rapier. Den können er mitkämpfen. Das ist eine Heilung, Essen und eine Note. Okay, diese Kiste können wir auch jetzt behalten. Da kann man, weil kann man immer wieder was reintun. Das ist genau wie mit dem Sack. Was sagt die Nachricht? At the Lone Oak, in the shadow of the blue light, I buried it. Aha, können wir also irgendwie was mit... Also so Schätze suchen. Das war noch, das war schon die richtige... Das ist eine Light Weapon und das ist eine Heavy Weapon, der Knochen, witzig. Ja, können wir jetzt hier... Kantik hier. Theoretisch könnte ich also jetzt hier überall hinlaufen. Ich? Work interrupted? Ach, witzig. Found nothing. Blue Light. In the shadow of the blue light. Ja, wir hatten auch so einen Kristall, ne? Der Speicherkristall, der leuchtet blau. Wo war der denn? Nee. Das war... Oder ist das hier die Tür gewesen? Doch. Genau. Tatsächlich. Im Schatten bei einem blauen Licht. Jetzt haben wir direkt eine Robe. Und eine Heal Potion. Ich würde mal sagen, ich gebe jedem erstmal eine Heal Potion. Das ist der Sack, Was mache ich denn damit? Habe ich die Nachrichten? Nein, die Nachrichten brauche ich nicht mehr. Stimmt. Glaube ich, die brauche ich nicht. Wie sieht es denn bei ihm aus? Er hat jetzt eine verzauberte Robe. Ich verteile erstmal die Klamotten einfach so, so wie es geht. So, der hat ein Level Up. Das heißt, wir können was machen? Stats? Unused Skill Points. Können wir jetzt irgendwo hier einen erhöhen? Ich habe schon Bock, den auch noch mehr Feuerschaden zu geben. Ja, tatsächlich. Können wir einfach so ein... Können wir einfach so einen Feuerpunkt dazu tun? Ja. Ich denke mal schon, ich habe Bock, dass er mehr Feuerschaden macht. Ist ja klar, dass er vor den anderen Level Up hat, weil der... Weil der ja mehr Erfahrung hat. Diese Traits als Mensch. So, wir haben aber kein Schwert für dich. Kann da irgendwas dran machen? Nee. Wir haben auch nichts, womit wir irgendwie jemanden noch rufen können oder so. Eine Waffe bekommen. Oder ist das ein universeller goldener Schlüssel? Nee, der ist weg, der Schlüssel, den er hatte. Ach, Moment. Wir haben doch jetzt ein Schwert bekommen, natürlich. Da geht's runter. Wir hatten nochmal so eine Statue. Ist noch offen? Ja. Bleibt das offen, wenn ich die Sachen
Muss ich mal ein bisschen hier ein bisschen crazy mich drehen, aber. Ja. Das heißt, ich kann die Sachen nämlich dann nicht hier verteilen an alle. Ich muss halt also nur einmal öffnen. Mich reizt jetzt total. Hier war doch irgendwo noch. Da war eine. Okay, direkt ein Geheimversteck gefunden. Und da ist noch ein goldener Schlüssel. Wo war denn der zweite goldene Schlüssel? Oh, hierüber kann man sich bewegen. Also einmal rechts rum. Da will ich auf jeden Fall hin. Damit das, bevor ich nämlich runtergehe, erstmal hier oben alles erkunden. Die ganze Zeit ist Starving. Ach, der hat Hunger. Dann. Da ist ein Foodbalken. Das heißt, hier müssen langsam alle mal ein bisschen was essen. Oh ja. So. Unser kleiner Vielfraß. Of Strength. Also was wird die machen? Die wird wahrscheinlich die Stärke erhöhen. Interessant natürlich für den, der sowieso schon Pellets. Blackbiter. Was ist denn Blackbiter? Ist eine sehr coole, schnelle Waffe, aber die braucht Light Weapons 3. Haben wir noch lange nicht. Wir sind ja gerade mal bei 1. Oder? Light Weapons 3? Rust Special Leech. Ach nee, der Special, der Spezialangriff braucht das. Light Weapon 1. So, und wenn er jetzt das trinkt, dann kriegt der permanent mehr Stärke. 19 Stärke, 15 Stärke. Aber ich will, dass der mehr kloppt. Weil er natürlich auch die Threads hat wie Headhunter, also der kriegt sowieso mehr Stärke. Nimm das in unserem Tank. So, rufen kann ich hier immer noch nichts. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Also gehen wir jetzt runter. Haben die Oberfläche hier soweit erstmal abgesucht. Nächsten Teil darunter. Also bis gleich. Ciao.